Hallo Kleck. Alles klar? Ja, gut, weitermachen. Muffin, ist das alles scheißegal? Ne? Doch mal einmal in die Kamera. Oh Gott, ich geh schnell. So Leute, ich filme jetzt gerade eben mit meinem iPhone. Müll gibt schon Hackengas. Aber der kommt gleich wieder. Ich habe nämlich die Geheimwaffe dabei. Ja, hier. Ich war eine Runde Gras scheren. Das sieht auch gar nicht lächerlich aus, wenn ich draußen rumsitze und versuche, den Rasen damit zu schneiden. Aber das hier ist mein Ergebnis. Weil momentan gibt es natürlich nichts Besseres, als einfach rauszugehen und ganz viel Gras mitzubringen. Und ja, hier einfach kippen. Puff. Meine Meerschweinchen sind jetzt gleich wieder voll auf Gras. Richtig klasse auf Gras. Ich versuche das jetzt mal zu stabilisieren, dass sie auch schön was mitbekommt, dass die ganzen Viecher ankommen. Jetzt wird sich die Spreu vom Weizen trennen, indem die einfach mal zeigen, wer hier als erstes die Eier hat, an das Gras zu gehen. Da hinten traut sich noch keiner. Ich habe gehört, es gibt Gras. Ja, hi, cool. Komm, wir gehen. Nehmen wir die Abkürzung. Oh, ihr frisst das Heu. Genau, frisst das getrocknete Gras, du Pappnase. Das ist immer das Beste. Hammer. Hier vorne liegt schönes, frisches Gras und ihr seid da hinten. Komm, das kann ich ja keiner ansehen. Hier da. Ja, bitteschön. Sagt nicht, dass ich euch nichts Gutes tue. Oh, Banana Colada. Hier liegt viel weniger Gras. Da muss ich schnell hier hin, als da drüben, wo viel, viel mehr liegt. Futterneid, ne? Kennst du? Nom, 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 nom. Manchmal machen mir die Viecher echt Sorgen. Und wie dumm diese Viecher einfach sind. Anstatt, dass sie einfach hier hingehen und viel mehr Platz haben. Ja, sag ich das eigentlich? Ja, ist egal. Also, ich werde jetzt eine Serie von Videos machen, wo ich mit einem Meerschweinchen nach draußen gehe. Und dann halt das, weil es so schönes Wetter ist, dann auf der Wiese setze und dann filme und halt ein bisschen darüber quatsche. Und ihr dürft jetzt in den Kommentaren darüber entscheiden, welches Meerschweinchen als erstes drangenommen wird. Also, votet jetzt. Schreibt einfach den Namen eines Meerschweinchens in die Kommentare und das Meerschweinchen mit den meisten Stimmen, das nehme ich als erstes raus. Und dann im nächsten Video machen wir das gleiche und im nächsten Video machen wir das andere gleiche und dann haben wir irgendwann alle Meerschweinchen durch und wir haben zu allen Meerschweinchen etwas erzählt. Also, fangt an! Ach genau, und für alle, denen es noch nicht aufgefallen ist oder die mir nicht auf Instagram und Twitter folgen, was jetzt alle ändern sollen, das habe ich neu gebaut. Weil kleine Meerschweinchenbabys, ne, muss Abdeckung vorhanden sein. Und an sich, wenn die kleinen Meerschweinchenbabys nicht da sind, die Klecks und Muffin tun denen natürlich nichts. Aber die Kackbratzen nutzen das auch schon mal als Katzenklo und das muss ja nicht sein. Ich glaube, wir nehmen die Frottchen an. Ich darf auch mal. Hier darfst du auch. Ja, hau rein. Oh, no, 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 no. So, Porzellan ist jetzt erstmal am Essen. Dann würde ich sagen, die ganzen Kackbratzen, wer versteckt sich dahinter hier? Ah, guckt euch das an. Nicht, dass ihr nicht sagt, ihr habt die nicht gesehen. Nein, denen geht's auch noch gut. Hier liegt Gras, Leute. Ernsthaft, ihr seid doch alle durch. Da, ganz viel Gras. So, jetzt haben die erstmal was zu tun. Und ich würde sagen, ihr votet jetzt einfach. Los, votet, was das Zeug hält. Und Daumen rauf. Und verbreitet das Video. Und habt euch alle lieb und bleibt weiterhin schön tierlieb. Bis dann.